Hallo Freunde und herzlich whoopala. Big Ambitions. So, wir sind beim Shoppen, denn wir brauchen Papiertüten für unsere Kunden, was ich bei Eiscreme nicht so ganz verstehe, aber wir brauchen auch Eiscreme. Die kostet uns noch mal ein bisschen was. Wir wollen ja den Laden eröffnen. Da brauchen wir schon ein bisschen was. Nehmen wir, wie viel Eiscreme ist das? Ich glaube 600, 900 Eiscreme-Stückchen und 1000 Papiertüten. Das sollte für die erste Runde reichen. Kostet uns halt noch mal einen schönen Tausender. Aber damit sollten wir dann zurück nach Hause laufen können und uns ein schönes kleines Ding machen. Bestellung aufgeben. Einmal zahlen bitte. Dankeschön. Nein, nein, nein. Du nimmst die ganze Kiste bitte mit. Wir fahren. Auf Wiedersehen. So, jetzt müssen wir nur zu Fuß mit den ganzen Kisten zurück. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja. Ich bräuchte noch so eine Mimimette. Das wäre schon teilweise praktisch. Kann ich das nicht vorne an so einen E-Scooter dranhängen? Habe ich gesagt, Problem ist jetzt aktuell, wir haben halt noch kein Auto. Sonst könnte man da ganz easy mit einer Karre reinfahren und das Ganze. Warum machen die Sport mitten auf der Straße? What the hell? Gab's ein Sport-Update oder was? Ich sag dir, nachher gibt es keinen einzigen Sportler mehr, wenn sie dauernd zu mir Eis essen kommen. Das ist ein Versprechen, ich sag's dir. Wo war denn unsere Straße eigentlich wieder? Map. Wo ist unser Laden? Einer rüber und dann zwei Straßen noch. Ja, das sollte ich hinkriegen. Ohne Probleme. Und wir sehen auch schon, es sind noch zwei Sachen da, die sagen, dass wir sozusagen noch kein Geld machen können. Und die eine Sache davon ist, oder zwei, beide Sachen sind, haben damit zu tun, dass uns aktuell Ressourcen fehlen. Und ich muss diesmal ein bisschen mehr auf meine Energie und meinen Hunger achten. Weil wir gehen nachher schon was essen. Und morgen werden wir den Laden öffnen. Mit frischer Energie und hyper, hyper. Und dann müssen wir schauen, dass wir positive Renditen rauskriegen. Und wenn das soweit ist, Alter, halt dich mal an meine scheiß Maus, du. Dann sollten wir bald hoffentlich die ersten Mitarbeiter auch einstellen können. Die sich dann um den Laden kümmern. Und wenn, wo läufst denn du schon wieder hin? Und wenn das soweit ist, dann können wir uns ein bisschen mehr darum kümmern, das auch zu erweitern. Wir müssen halt schauen einfach. Da möchte ich gerne rein. Jetzt haben wir noch eine Kiste mit 150 Eiscreme und die können wir jetzt nicht hier aufstellen. Das mit den Wänden ist ein bisschen blöd, aber mal ist halt so, ne? Und dann nehmen wir noch eine Kiste runter hier. Du kannst die eh nicht übereinander. So. Jetzt haben wir 150 Eiscreme drin. Dann gehen wir in Bismen und müssen unserem Laden einen Zeitplan erstellen. Öffnungszeiten machen wir von 18. Gehen wir auf. Wie viele Stunden sind das? Machen wir 9 Stunden pro Tag oder Öffnungszeiten? Von 9 bis 18 Uhr öffnen wir. Wir machen Montag dicht, machen dafür sonntags auf. Dienstag machen wir jetzt auch noch dicht, machen wir auch auf. Gut. Und setzen wir mal den Preis auf 1,450, würde ich sagen. Ist vorübergehend geschlossen, was? Also jetzt sollten wir uns an die Kasse stellen können. Achso, warte mal, ich kann ja selber bestellen. wir sind geschlossen, weil es schon zu spät ist, glaube ich. Ja. Morgen werden wir aber geöffnet sein, deswegen gehen wir jetzt noch schnell shoppen. Und dann werden wir morgen unseren kleinen Eisladen eröffnen.
und richtig lecker Eis verkaufen. So, das ist unsere Wohnung. Die haben wir auch bis jetzt noch nie besucht, ne? Davor sind wir umgekippt. jetzt gehen wir noch schnell shoppen. Hier. Der Supermarkt hat bis 22 Uhr offen. Das ist super. Wir brauchen mal kurz. Was hast du? Eiscreme. Ah, der hat auch Eiscreme. Nehmen wir ein bisschen Tiefkühlkost mit. Einmal Tiefkühlkost. Getränkegurken hätte ich gerne noch ein paar. Und noch ein paar frische Lebensmittel. Dann kaufen wir schön ein. Dann gehen wir schnell bezahlen. Dann kriegen wir eine Tüte mit unseren Gerichten und gehen nach Hause. Und morgen gehen wir dann schön arbeiten. Morgen ist unser erster Arbeitstag dann. Das muss man auch dazu sagen, ne? Oh, ich habe ja nicht mal... Oh. Ich habe eventuell ein Problem. Platzieren. Muss ich jetzt echt zu IKEA gehen? Ich hätte gedacht, da sind schon Möbel drin. Mach mal, Google Maps. Wie soll ich denn dann schlafen? Fuck. Geschäfte für Landseinrichtung. Schule, wo ist denn das? Einzelhandel. Ja, was ist denn das für ein Laden? Jetzt ist mein Problem, wo ist ein Möbel... Ach, wir brauchen ein Möbelhaus. Gut, hier ein Möbelhaus. Ist das das einzige Möbelhaus hier in der Gegend? Ne, da hinten haben wir noch eins. Geöffnet. Oh, ich brauche ein Taxi. Taxi. Hat jemand ein Taxi gesehen? Ich brauche ein Taxi. Taxi, 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 Taxi. Nein. Ich will auf keiner Bank schlafen. Ich bin doch kein... Dann bring mich wenigstens zu meinem Laden. Ach, come on. Hier vorne. Vorhin war da noch der... Vorhin hieß es noch, er hat bis 22 Uhr offen. Dann schlafen wir halt auf der Bank da. Mensch. Ausruhen beginnen. Ach, come on. 4 Uhr morgens, wir können doch bestimmt noch mal eine Runde schlafen, oder? Die Energie brauchen wir einfach. Ja. Wann schließt du? Um 9 Uhr haben wir dich gesagt, ne? Jetzt gehen wir schnell was daheim essen. Weil wir mit unserer Tiefkühlkost noch rumstehen. Frische Lebensmittel essen, super. Und dann muss ich jetzt schauen, dass ich so schnell wie möglich einen Kühlschrank und ein Bett besorge. Taxi! Taxi! Ich habe nicht viel Zeit. Taxi! Ich brauche ein Taxi. Auch ich und Uhrzeiten. Das ist halt so wieder so eine Sache. Geh zu dem Taxi. Das soll uns schnell runterfahren. Können wir mit dem Taxi eigentlich auch dann die Möbel transportieren? Hä? Gerade eben stand er noch offen. Och nö! Oh nö! Ach, fiddle de Dickschack. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Taxi 4 Jahre braucht, um rumzulaufen. Ja, ich bin an der Kasse, keine Sorge. Arbeit beginnen. Können wir nicht einfach vorspulen auch Zeit? Ja, ich habe noch keine Sitzplätze. Tut mir leid. Waren das bis jetzt die einzigen Kunden? Ernsthaft?
Marktpreis ist 4 Euro. Lass uns mal auf Marktpreis. Ja, ihr habt nichts zu sitzen. Es tut mir leid. Ich kann mir leider noch keinen Schuh. Obwohl, ich hätte mir einen Schuh leisten können, ne? Ja, Entschuldigung. Ich finde keinen Platz zum Sitzen. Ja, ist gut. Zeit überspringen. Wie viel haben wir gemacht? Neben dem, dass ich einen Hunger habe, wie blöd. Schauen wir schnell, dass wir vielleicht schnell was essen auf dem Weg und dann schnell uns ein Taxi gönnen. Und ich hoffe, unten der Laden hat dann noch offen, wenn wir unten ankommen. For my guy, it was pretty... Bisschen wenigstens Energie. Hey, der Witzka. 18. Ja, ich suche ein Taxi. Habt ihr noch ein Taxi gesehen? Schließt in 3 Stunden 21 Uhr. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? So, du hast noch offen. Oh, schöne Sache. So, ich brauche den Ikea-Wagen, bitte. Achso, ich soll mich hier nach hier richten. So. Ja, sowas wäre schön. Auf, das kostet mich also 1100. Nein, ich brauche keinen. Ich bräuchte ein Bett. Oh Gott, ist das teuer. Ich bräuchte einen Kühlschrank. Ja, da muss ich halt jeden Tag frisch kaufen. Ist ja wohl Schnaps, aber ich kann daheim schlafen. Bestellung aufgeben. Also grundsätzlich kann ich dieses Spiel, aber irgendwie bin ich in letzter Zeit sehr beschissen. Cool, wenn man so ein Möbelhaus selber eröffnen könnte. So, Frage. Kann ich mit dem in ein Taxi rein? Ich glaube es nämlich eher weniger. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt wieder komplett nach Hause laufen. Und wo warst du heute? Ja, ich war bei Ikea und habe mir so einen blauen Wagen genommen und bin damit ein bisschen nach Hause gelaufen. Ja, wie weit musstest du laufen? Ja, so 4 Kilometer. Ui! Oh Gott, ist das dumm. Oh Gott, ist das dumm. Hallo, Vorsicht! Vorsicht, Wagen! Vorsicht! Tisch und Stühle für einen kleinen Eisladen. Bitte passen Sie auf. Aber mehr wie 4 Kunden werden wir ja gleich fürs erste eh nicht haben. Vorteil ist, wir haben Marker, wo wir hin müssen. Ich glaube noch eine Straße und dann sollten wir da sein. Oh oh. Ich glaube, ich hätte mehr zur Seite gehen müssen, als jetzt hier rum. Shit, das war eine Straße zu weit. Scheißen Dreck. Schon 22 Uhr. Ich flieg einfach nicht nochmal um. Da wäre ich dann schon happy. Ich habe jetzt halt in dem Fall keine Marktanalyse gemacht. So, ich würde mir gerne den runden Tisch nehmen und den platzieren. Lager verwalten. Ich brauche so einen normalen Stuhl und
platziere den da. Nochmal einen Stuhl platzieren. So, und jetzt nehmen wir das Standardbett mit nach Hause. Der gute alte IKEA-Wagen. Weil wir sind... Oh, wir sind sehr knapp mit Energie. Oh, oh. Ich hab was mitgebracht. Schnell schlafen. Da kann man nicht auch lange schlafen. Und das ist halt... Oh, wir haben noch eine 50. Ja, okay. Ich hoffe, dass wir heute dann mehr Gäste ansprechen. Weil ich kann mir halt echt nicht mehr viel leisten. Du. Energie ist dafür voll. Das ist super. Ich hole mir ein paar frische Lebensmittel. Ja, ich hole mir doch schon... Gib mir schon ein Stapelding. Ich nehme also zwei, drei frische Lebensmittel mit. Machen wir vier einfach und dann gehen wir schnell zur Kasse. Bestellung aufgeben. Essen gleich mal was auf dem Weg. Führe ein erfolgreiches Unternehmen mit dem Typ Einzelhandel. Alter, was heißt denn bei dir erfolgreich? Wie viel Uhr ist es? Ah, noch fast 9. Wir müssen... einer Stunde. Raumgestalter, vielleicht können wir noch den Boden anpassen wenigstens. Wenn ich sag, wir nehmen so einen schönen Parkettboden. Nope, sicher nicht. Das können wir uns alles nicht leisten. Okay, zurücksetzen. Schade. Gut. Jetzt kriegen wir noch genug da. Gegenstand wird nicht von einer Sicherheitskamera überwacht. Ja, ach nee. Ja, ja, ich stehe schon an der Kasse. Keine Sorge. Nein, du solltest da bleiben. Arbeit beginnen. Ihr könnt schon kommen. Alles gut. Ich weiß, wir sind hier... Wie, du findest keine Kasse? Da ist eine Kasse. Hallo, so schnell bin ich auch nicht. Komm, wir müssen Geld machen. Money. Ja, ich weiß, der Laden schaut nicht schön aus. Das wird sich ändern mit ihrer netten Spende für den Tag heute. Jetzt kommt wieder keiner. Wie viel Uhr ist es? 12 Uhr. Ich muss mir mal die Beschwerden durchlesen, die hier reinkommen immer wieder. Wolltest du gerade sagen, du findest keinen Platz zum Sitzen? Da war ein fucking Sitzplatz. Aha. Gott, das ist echt schwer teilweise zu lesen. Ich muss wissen, wann die gehen. Ich finde keinen Platz für meinen Müll. Oh, einen Mülleimer wollt ihr an. Oh, ich brauche einen Mülleimer. Ja, wir werden Stück für Stück diesen Laden verbessern. Solange sie uns helfen, diesen scheiß Laden offen zu halten. Oh, Hunger habe ich. Oh, oh, Hunger habe ich. Schauen wir mal nach vorne. Also so wirklich erfolgreich ist der Laden leider nicht. Hast du einen Mülleimer zufällig? Dann nehme ich mir schnell bei dir einen Mülleimer mit. Blöden Mülleimer wirst du doch wohl verkaufen, oder? Eine digitale Standwaage. Ach, der Laden ist doch bescheuert. Fahrzeug parken. Ja, ich muss irgendwie... Dafür müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder zu IKEA. Und IKEA macht bald zu. Ich müsste eher schauen.
Economic View. Gestern, okay. Kredit. Privatunterkünfte. Kann ich nicht ein Bett rein theoretisch einfach im Laden aufstellen und die Miete canceln? Täglicher Ersatz ist nur 4 Euro. Lass mich bis morgens irgendwie um 6 Uhr oder 7. Bis dann schlafen gehen. Goddammit, wir machen halt echt Minus. Vielleicht sollte ich eher schauen, dass ich früh den Laden aufmache und spät zu. Brauchen wir schnell mal einen Wischmopp, bitte. Ah, schau mal, jetzt hat mittlerweile tun sie es sogar markieren. Das ist schön. Wir haben noch ein bisschen Zeit, kann ich nicht. Kontakte. Anrufen. Also von 8 Uhr, okay, da müssen wir noch kurz warten, okay. Wir müssten eigentlich echt noch einen Mülleimer kaufen. Wir ziehen die Zeiten nach vorne. Wir machen 10 Stunden pro Tag. Schauen wir, was heute passiert. Jetzt wird sie halt eintönig so ein bisschen, aber... Ah, wir werden sehen. 10 Stunden Schicht, let's go. Ja, du wirst dich beschweren, dass wir keinen Mülleimer haben. Wir machen halt aktuell nur Minus. Ah, wir brauchen einen Mülleimer. Ich finde keinen Platz für meinen Müll. Jetzt mal Zeit überspringen. Ich hätte gerne Anzeige, wie viel wir. Gut, dann nehmen wir schnell dich hier. Einmal bitte auffüllen. Platzieren, reinigen wir gleich für morgen. Und dann würde ich damit sagen, hat sich's fürs Erste. Leider läuft der Laden nicht so rund, wie wir es gerne hätten. Aber leider auch irgendwie erwartungsgemäß. Ich gehe jetzt noch was essen und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Ciao.